Wird. Oh, hier. Construction complete. Einmal Gebäude fertig. Wir brauchen aber natürlich als erstes erstmal ein bisschen mehr Ressourcen. Klar, wir müssen noch eine. Die Forschungsstation wird definitiv auch gebaut. Aber erstmal brauchen wir ja ein bisschen Einkommen, ne? Diese merkwürdigen Flugobjekte als Holden gekennzeichnet. Wir sollten vorsichtig fortfahren. Oha. 10,3k? Eine Station mit 10,3. Können wir das erforschen? Wo waren denn jetzt Spezialprojekte? Ah. Ah, hier, F3. Ah, kurz Pause. Das 45. Werte von passen nicht zu. Na, lass das mal vorerst in Ruhe. 60, 12 Monate. Belohnung, Einfluss oder Spezialprojekt, okay. Sagen, machen wir mal. Weil das interessiert mich, was das für ein Teil ist, ganz ehrlich. So, Konstruktionsschiff. Du kannst dich schon mal hierhin bewegen. Und sobald wir dann genug haben. Ach, 90 war es. Ah, verdammt. Aber noch ein Stück schneller. Ich hoffe, es geht uns niemand flöten. Ach so, halt. War schon wieder zu schnell. Bergbaustation, bitte. Oh, hier, das Nebensystem. Das sieht auch gut aus. Das ist mit der arktischen Welt, ne? Sehr schön. So. Battlegroup, du bist fertig. Kannst du mal von der Reihe aus anfangen, mal ein bisschen hier zu erkünden. Ich glaube, da müssten wir auch dann alle schon irgendwie mal gesehen haben, hoffe ich. Genau. Ich denke, so passt das. Hier müssten wir dann theoretisch mal noch ein Energieteilchen bauen, aber noch sind wir im Plus, das ist okay. Wir brauchen eigentlich momentan noch viel, viel mehr, wisst schon, Ressourcen als Mineralien vor allen Dingen. Oh. Feindliche Gamma-Aliens, zeigen Sie mir bitte. Halt, 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 ich wollte es doch noch sehen. Stopp, Pause, Pause, Pause. Gamma? Ah, hier oben. Was ist das denn? 880. Böse Amöben. Ganz böse. Dieser Hintergrund sieht auch geil aus von dem System, oder? Ah, karge Welt. Zeit, dass wir das terraformen können. Na okay, zieh dich mal lieber zurück. Da hast du recht. Das wird sonst nichts. Das sehe ich auch so. Ich hoffe, du setzt deine Erkundung trotzdem fort. Stimmt, das war das Arktisch 14. Der Umlaufbahn dieses Mondes befindet sich eine große Menge an Schiffstrümmern, möglicherweise über einer gewaltigen Weltraumschlacht. Na, das können wir natürlich erforschen, da wird sich doch sicher was Schönes finden lassen. Ist natürlich, na gut, unser Kolonieschiff verzögert sich gerade, aber wir haben eh noch lange nicht genug Einkommen, um so ein Teil zu bauen, ne? Ich würde auch eher sagen, dass wir dann hier definitiv, komme was da wolle, trotzdem nochmal so ein Bergbaunetzwerk bauen. Aber da muss erstmal der wachsen und hast du nicht gesehen und ja. Das machen wir dann demnächst noch. So, unser Konstruktionsschiff ist auch bald fertig, aber wir haben, na gut, wir haben ja eh noch nicht genug. Dann haben wir gerade mal plus 10. Angrenzend an planetare Außenposten. Ach ja, stimmt, das bringt nochmal plus 1, stark. Construction complete. Plus 10% Mineralien von unserem Imperator, das ist sehr schön. Unser Imperator ist natürlich, der ist natürlich super, wenn der so was macht, ne? Also sind wir ja prinzipiell wir immerhin im Schatten. Unser Imperator ist unsere Marionette, wir sind der wahre Gott-Imperator. Unsterblich und für immer herrschend über unser Volk.
Es gibt klare Hinweise, dass sich irgendwann in den letzten 5000 Jahren im engen Orbit von blablabla eine gewaltige Weltraumschlacht zugetragen hat. Der Mond ist übersät, das haben wir ja schon festgestellt. Schiffswracks sind allerdings in äußerst schlechtem Zustand. Alleine die Tatsache, dass trotz der Schäden, die sie erlitten haben müssen, immer noch Überreste gibt, ist ein Beleg dafür, wie fortschrittlich das Design war. Okay, wir bereiten eine Expedition vor, um da ein bisschen Technologie rauszuklauben. Es ist, denke ich, was war es denn jetzt? F6, F7, F8 war es, glaube ich, ne? Nee, F7. Wenn ich mir das... Ach ja. Fähigkeit 3 oder höher. Ne, dann müssen wir noch ein Stück in Ruhe lassen, bevor wir da was Gutes herausbekommen. So, mein Freund. Du kannst mittlerweile hier schon mal in den Orbit fliegen, damit du dann bereit bist, sofort Lust zu bauen. Was ist das für eine schöne arktische Welt? Die hat sogar einen schönen Mond und auch Ränge. Sieht bestimmt auch schön aus. Hat auch, glaube ich, einen klasse K-Stern. Oh. Liefert auf jeden Fall interessantes Licht. Ne? Sieht voll schön aus. Wo ist eigentlich gerade? Forschungsschiff 1 ist gerade da. Forschungsschiff 2 ist gerade da. Auf dem Weg nach Hitzel, wie ich sehe. Oder bist du gerade noch... Ja. Oh, hier auch. Arktische Welt 14 wieder. Schön. Hast du schon alles erkundet? Achso, ich glaube, Informationsstufe Mittel heißt, wir waren schon mal da. Informationsstufe Hoch heißt, wir haben es erkundet. Und Informationsstufe Niedrig ist, wir waren noch nicht da. Dann mal noch dahin, wenn du schon mal kurz da bist. Und dahin. Okay, wir haben also nicht viel Bewohnbares jetzt in der unmittelbaren Umgebung, leider. Das uralte Rutreich. Erforschen Sie das doch bitte mal. Gehen Sie dem nach. Unsere Ancestors. So, jetzt dauert es auch gar nicht mehr lang. Noch einen Monat, dann können unsere Konstruktionsschiffe wieder fort... Nachricht. Xura-Korb. Aha, bla bla bla. Einfluss erlangt, schön. Das sind, glaube ich, die von der Station, ne? Willkommen bei der Xura-Korb. Wir sind ein Konzern mit Hauptsitz in Holden-System und auf dem Handel mit Mineralien und Energie spezialisiert. Also den Grundbaustein der Zivilisation, den wir hier bei der Xura-Korb gerne sagen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn ihr ein gutes Geschäft abschließen wollt. Oh, das ist neu. Wie machen wir das? Wo waren denn jetzt schon wieder? Xura-Korb. Hallo, Diplomatie. Interessant. Interessant, interessant. Wir möchten gerne Mineralien kaufen. Können wir uns... Interessant. Okay, wir können uns zwar noch nirgendwo was davon leisten, aber gut zu wissen. So, Konstruktionsschiff. Oh, was haben wir denn jetzt? Achso. Prächtig gedeihen, bis hier Fähre gibt. Aha. Das stimmt. Wir haben mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen erfahren, die wir in der ganzen Galaxie mittlerweile gefunden haben. Tja, wir müssen nur noch alles katalogisieren, ne? Unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbaren und bewohnten Welten zu konzentrieren. Das machen wir natürlich. Wir müssen uns ja erweitern. So, gibt's denn jetzt hier bald? Los, komm. Das Schiff ist fast da. Ich hoffe vorher, vor allen Dingen, wenn man das hier so sieht, oder? Mit diesem Mond kann man sich so richtig schönes Szenario vorstellen. Sieht fast aus wie so Dead Space oder irgend so ein Horrorfilm-Szenario, wo dann hier mit diesen Gasriese, diesen Planeten, diesen relativ roten System, ne? Gibt morgen so eine Strafkolonie hier, diese Bergbaukolonie. das ist cool. Also das Spiel fördert die Fantasie. So, ihr habt keinen Bock weiterzumachen. Haben wir noch irgendwas, was niedrig ist, wo wir noch nicht waren? Schade, dass es hier oben keine Planeten gibt, die sich von uns so richtig stark
kolonisieren lassen wollen. Wir müssen dann hier auf jeden Fall hier noch eine Sprungstation bauen. Oh, falsche Hinweise. Schade. Okay, na dann. Weiter wie gehabt. Leider nichts über das alte Jutreich herausgefunden. Wir dachten schon, wir hätten Anzeichen gefunden. Schade. Ich dachte, hätte ich schon mal jemanden hingeschickt, aber ist vielleicht noch auf dem Weg. Oh, da war auch noch niemand. Das ist aber komisch. Oh ja, das System sieht auch vielversprechend aus. Noch 49 Monate verbleibend. Wisst ihr was? Ich bin da mal krass. Na, wo war das? Ich glaube F8, ne? Sozialforschung. Um 30% erhöht. Sehen, hat das jetzt was gebracht? 38 Monate, ja, es hat was gebracht. Dann machen wir das dabei mal so. Adumir ist erkundet. Noch einer erkundet. Oh, da gibt's. Also wir haben auf jeden Fall gut Energiereserven in der Nähe. Oh, Forschungsschiff. Du willst schon aufhören? Dann viel Spaß. Kannst gleich weitermachen. Ah, wir haben leider haben wir keine neuen Mineralienfelder bis jetzt gefunden. Also noch nicht. Obwohl, stimmt. Verkehrt. Welches habe ich jetzt gerade irgendwo hingeschickt? Du. Moment. Wir müssen erstmal das erkunden, was in unserem Einflussgebiet liegt, damit wir vorrangig das auch dann ja sozusagen hernehmen können, um da eventuell Stationen zu bauen, ne? Naja, macht das schon. Ich muss jetzt erstmal unseren Planeten gehen. Und hier wird erstmal auch nochmal ein Bergbaunetzwerk und du wächst mal bitte da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hoch, achso, eigene Flotte ist schon wieder davon gesprungen. Formationsstufe hoch. Achso, weil wir gerade ein Schiff da haben. Schätze ich mal. Okay, vielleicht habe ich das doch noch falsch gedeutet, womit das mit der Informationsstufe zusammenhängt. Aber die Planetendichte ist relativ groß, also wir können uns hier gut, sag ich mal, hin und her bewegen. Gut ist, wenn man Wurmlochstationen hat, dann kann man sehr gut sich gegen Feinde verteidigen, weil man dann sehr schnell zu dem Invasoren hinspringen kann. Ne? Also es ist schon cool. So. Aber ich würde gerne noch mehr Mineralien finden, bitte. Ich glaube, wir können jetzt schon mal sparen für unser Kolonieschiff, schätze ich mal, ne? 33 Monate, wir kriegen pro Monat 14. Ja, wir haben ein bisschen mehr übrig, aber naja, wisst ihr selbst, wie es ist, ne? Geld, Geld, Geld. So, hier ist nicht viel los, ne? Also du hast jetzt sozusagen nichts mehr vor. Lass mal da drüber rüberfliegen, mal sehen, ob da noch irgendwas los ist. Ja, der Rest ist momentan erkündet und wir haben aber noch nicht genug, um wieder so eine Wurmlochstation zu bauen. Ist natürlich am Anfang recht teuer, ne? Aber dafür ist es ein sehr schnelles Reisen, muss ich sagen. Man muss zwar immer erst zurück zur Station und dann wieder hin, aber wenn man ein gutes Wurmlochstation-Netzwerk ausgebaut hat, dann ist es definitiv schneller als andere Verfahren. Doch, wenn der Feind die Teile zerstört, ist es auch wieder scheiße. Aber wer weiß, was man dahingehend noch erforschen kann. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich werde bald mal zum Ende für die Session vielleicht kommen, weil ich merke gerade, meine Stimme, die lässt langsam nach. Vielleicht soll ich mal einen Schluck trinken. Wir haben auf Mikaf im System Issa in Gegenwart einer Prä-Raumfahrt-Zivilisation entdeckt. Sie befindet sich in einem frühen Industriezeitalter, okay, in dem Elektrizität und Verbrennungsmotoren allmählich weit verbreitet benutzt werden.
Okay, wir sollten wirklich einen Beobachtungsposten da bauen, ne?